Warum rennen Frauen eigentlich den Aufreißertypen nach, den Playern, und lassen die guten Männer links liegen? Falls du dich das auch schon mal gefragt hast, hast du heute die Antwort. Und ich sage dir auch, wie du das Verhalten eines Players für dich nutzen kannst. Ja, neulich hat mich jemand von euch gefragt, wenn Frauen keine Player wollen, warum sind die dann so erfolgreich? Player, zu Deutsch Aufreißertyp, Spieler. Und ja, das ist eine gute Frage. Ich beantworte sie gerne aus der Perspektive einer Frau. Ja, und ihr wisst ja, ihr könnt mir immer gerne Fragen stellen, wenn ihr etwas aus weiblicher Sicht besser verstehen und erklärt haben möchtet. Meine Absicht ist es ja unter anderem, ein besseres Verständnis für das jeweils andere Geschlecht, auch gerade für Geschlechterunterschiede, zu schaffen und unsere unterschiedlichen Verhaltensweisen besser zu verstehen oder zu versuchen, zumindest. Ja, nun, besten könnt ihr das auf Instagram tun. Da schaue ich regelmäßig rein. Ich kann nicht alle Nachrichten beantworten, es sind einfach zu viele. Aber ich würde sie hier dann besprechen, wenn es ein interessantes Thema ist. Okay, ja, manche Frauen stehen auf Player, auf Aufreißertypen. Und ich kann nachvollziehen, dass das für Männer manchmal unverständlich ist, weil als Mann sieht man es diesen Typen ja an, man durchschaut sie. Und fragt sich wahrscheinlich, ob Frauen denn so naiv sind. Aber aus der Männerperspektive erkennt man halt solche Typen, ist vielleicht mit ihnen aufgewachsen. Frauen erkennen das so nicht, sie müssen vielleicht erst ein-, zweimal drauf reinfallen und ja, gewisse lernen es nie. Man sieht es ja beispielsweise beim Dating. Oft ist doch der gleiche Typ Mann erfolgreich auf diesen Dating-Apps. Dass er nicht der ehrlichste und nicht der anständigste Typ ist, spielt in dem Moment keine Rolle. Viele Frauen merken es erst später. Und vielleicht ist ja manchen von euch auch schon eine Frau weggeschnappt worden von so einem Player- oder Aufreißertyp. Ihr fandet sie toll. Und sie hat euch ignoriert und sich stattdessen für den Player entschieden. Und bevor ich euch sage, wie ihr das Verhalten oder die Merkmale eines Players für euch nutzen könnt, erstmal zwei Gründe, warum Frauen überhaupt auf Player stehen, warum diese so erfolgreich sind. Was genau ist denn ein Player? Also, für die Person ist das Erobern von Frauen ein Spiel. Das Spiel interessiert ihn, nicht das Commitment, also nicht die Verpflichtung. Er spielt mit den Frauen, mit ihren Gefühlen, er hat parallel mehrere Frauen am Laufen. Ja, und ein Player macht, dass sich eine Frau speziell fühlt. Er lässt sie denken, sie sei die Einzige auf der Welt. Er sagt ihr genau das, was sie hören will. Oft hat er ein attraktives Äußeres, ein souveränes, selbstbestimmtes Auftreten, ist charmant, nett gekleidet, fährt ein schönes Auto. Er präsentiert eine schöne Fassade. Ja, Player ist eine Art Lifestyle, der auf einer ziemlich narzisstischen Persönlichkeit basiert. Es sind spezielle Wesenszüge, die ihn antreiben. Und er will ja auch vor den anderen Männern der Geilste sein, der mit den meisten Frauen. Und er ist geschickt darin. Es gibt Playertypen, die haben das wirklich perfektioniert. Es ist eine Skill, eine Fähigkeit, eine unmoralisch genutzte Fähigkeit. Ja, und warum funktioniert's? Erstens, weil er Verhalten nachahmt oder Merkmale präsentiert, die auf Frauen anziehend wirken. Genauso wie Männer auf gewisse Verhaltensweisen von Frauen stehen, stehen Frauen auf gewisse Verhaltensweisen von Männern. Und es muss nicht immer ein guter Typ sein. Ja, was konkret von ihm wirkt denn so anziehend auf Frauen? Frauen wollen ja nicht einen Player per se. Sie wollen keinen Player. Sie fallen auf das herein, auf die Fassade. Sie wollen das, was er darstellt, was sie sehen und zum Teil sehen wollen. Das, was er vorgibt zu sein. Der selbstbewusste, charmante, erfolgreiche, kompetente Mann. Sie sind geblendet, weil er dieses Selbstvertrauen ausstrahlt und Erfolg. Frauen sind wahnsinnig angezogen von selbstbewussten Männern. Dazu gleich mehr. Ja, und zweitens, Frauen stehen auf solche Typen, weil sie denken, sie können ihn ändern. Bei mir ist er dann anders, ich werde ihn ändern können. Das gibt ihr ein gutes Gefühl. Sie will die sein, die das ändern kann. Das ist so eine seltsame weibliche Eigenschaft. Darum ist sie von diesem Typ Mann auch angezogen. Sie denkt, bei ihr wird er schon zahm. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist für sie wie eine Leistung auch innerhalb der Konkurrenzsituation von Frauen untereinander. Und es ist evolutionsbiologisch erklärbar. Sie will den Mann für sich beanspruchen, den die anderen Frauen wollen. Wie gesagt, der Player sieht oft gut aus, er hat einen gewissen Status oder spielt zumindest einen gewissen Status vor. Und sie will ja nicht einen Mann, den keine will. Sie will den, den die anderen wollen, aber nicht kriegen, weil sie ihn kriegt. Ja, und das alles geschieht ja auch unbewusst. Also Frauen wollen den Besten für sich und ihren Nachwuchs und lassen sich manchmal dadurch auch blenden. Denn wenn so viele Frauen ihm nachrennen, muss er ja toll sein, erfolgreich, kompetent, souverän. Und das sind die Eigenschaften, die sie in Männern suchen. Es ist wie eine kollektive Entscheidungsfindung. Und ja, vielleicht ist es auch eine weibliche Schwäche.
Manche Frauen verwechseln seine Ausstrahlung, seinen Auftritt, seine schönen Worte, seine Fassade mit Kompetenz, Fähigkeit und Erfolg. Oder man kann auch sagen, es ist wie eine Wette, die sie mit sich abschließt und manchmal verliert man halt, denn auf einen Player reinfallen endet in den meisten Fällen nicht in Glück und Zufriedenheit. Ja, und ich denke, dieses weibliche Verhalten müssen Männer halt auch ein Stück weit verstehen, also woher das kommt. Aber ich sag dir jetzt noch was. Diese Taktik, das Verhalten oder diese Merkmale des Players kannst du je nachdem auch für dich nutzen. Ich empfehle ausdrücklich, in keinster Weise sei ein Player, spiele mit Frauen. Überhaupt nicht. Und sowieso muss man ja auch unterscheiden, nicht jeder ist ein Player, der eine Frau kriegt, die man halt wollte, aber selbst nicht gekriegt hat. Es gibt Männer, die behaupten, jemand sei ein Player, einfach aus Frust, weil sie den anderen gewählt hat. Also sei kein Player. Aber falls du immer wieder frustriert bist oder die Erfahrung gemacht hast, dass ein Aufreißertyp dir eine tolle Frau weggeschnappt hat, dann kannst du ja mal beobachten, was genau tut denn der Player, dass sie so reizvoll an ihm findet. Sicher ist mal, er strahlt Selbstvertrauen aus. Es ist so sein gesamter Auftritt, souverän, kompetent. Und da kann man sich vielleicht ja etwas rausziehen. Einen selbstbewussten, souveränen Auftritt kann und soll man auch ein Stück weit spielen. Dieses Spiel ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Spiel des Players. Aber gewisse Dinge muss man spielen oder überspielen, wenn man sie nicht besitzt und trainiert sie in der Zwischenzeit, bis man sie besitzt. Es gibt den Spruch Fake it till you make it und der bedeutet, wenn du etwas nachahmst, zum Beispiel Selbstvertrauen, Kompetenz oder einfach eine positive Denkweise, dann kannst du diese Merkmale irgendwann erreichen. Fake it till you make it heißt im Prinzip, du arbeitest an deinem Selbstvertrauen und alleine schon, weil du so tust, als wärst du so, entwickelst du eine Gewohnheit daraus und irgendwann hast du dir diese Eigenschaft tatsächlich angeeignet. Du trittst dann ganz anders auf. Ja, und es gibt ja viele kleine Dinge, die dich Kompetenz und Selbstvertrauen ausstrahlen lassen und dein souveränes Gesamtpaket. Und das nützt dir ja bei vielen Dingen im Leben, nicht nur bei Frauen, auch im Jobumfeld. Und ja, es ist auch etwas, das manche Frauen lernen müssen. Kleine Dinge wie halte dich aufrecht, schau deinem Gegenüber in die Augen, starker Händedruck, geh auf die Leute zu. Druck sie nicht in einer Ecke rum, zeige Initiative. Das alles ist ja auch eine gewisse Form von Dominieren. Man kann sie sich angewöhnen und mit der Zeit wird es wie zur Gewohnheit und du wirkst automatisch selbstbewusst. Du musst es gar nicht mehr spielen, irgendwann bist du es. Ja, und wisst ihr, viele Leute, die man so als erfolgreich wahrnimmt, die sind vielleicht gar nicht so selbstbewusst. Die haben es sich einfach angewöhnt. Wie wirke ich? Also, das Erste, das ich damals in der Schauspielschule gelernt habe, war, wie wirke ich gegen außen? Mimik und Gestik. Ich war früher ziemlich introvertiert, ich fühlte mich schnell unsicher unter Leuten und ich musste das mit Training überwinden, denn mein Job war ja, mich zu präsentieren, damit die Leute in der Branche mich überhaupt beachten oder sehen. Ja, und das hieß für mich Kopf hoch, wenn unter Leuten lächeln, anknipsen, auf die Menschen zugehen, zeig dich selbstsicher. Weil bist du der introvertierte, immer ernste Typ, der irgendwo in einer Ecke steht, spielt es gar keine Rolle, ob du eine tolle Person bist. Wer soll das erkennen? Es liegt schon auch in deiner Verantwortung, wie man dich in einer Gruppe von Leuten wahrnimmt. Und gerade wenn du möchtest, dass Frauen auf dich aufmerksam werden. Du kannst nicht erwarten, dass Leute intuitiv wissen, wie du bist und was du kannst, welche tollen Eigenschaften du hast. Das musst du ein Stück weit zeigen. Falls du das Video hilfreich findest, lass bitte ein Abo und ein Like da. Und wenn dir dieses gefallen hat, wirst du auch das hier mögen, warum sich Männer nicht für moderne Frauen interessieren. Achtung, Triggerwarnung. Ja, schreib mir dazu deine Gedanken in jedem Fall in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis ganz bald. Mach's gut und tschüss.